Hallo Etsy-Freunde und willkommen zu diesem Video. Wie ihr uns schon erkennen könnt, sind wir hier draußen und wie ihr dem Titel entnehmen konntet, beim ersten Flug mit dem iFlight Green Hornet V3. Und wie ihr vielleicht hier seht, ist das eine Location, wo wir schon mal was gemacht haben. Hier bin ich schon mit dem Slash gefahren und auch an sich sind wir hier schon ein paar Meter Drohne geflogen. Da vorne ist zum Beispiel das Video entstanden, wo ich mit der selbstgebauten 4S-Drohne hier und auch mit der Nazgul geflogen bin. Und ja, die Nazgul habe ich auch dabei. Hierfür habe ich mir neue Propeller gekauft. Das soll jetzt aber nicht Inhalt dieses Videos sein, sondern die hier, die iFlight Green Hornet V3. Und ich würde sagen, wir bereiten das Ganze auch schon mal vor. Ich mache schon mal die Kappe ab. GoPro habe ich auch schon eingestellt. Dabei haben wir jetzt ein 48stel, achso, ist schon an, genau. Ein 48stel ISO 100 mit einer Verschlusszeit, also ISO habe ich von 100 bis 3200. Einfach damit, falls es dunkler wird, die noch heller werden kann. Allerdings ist die Belichtung so ausgelegt, dass der bei ein 48stel und ISO 100 richtig belichtet ist. Und dann habe ich noch einen ND4-Filter da drauf, damit das alles soweit passt. So, dann können wir die hier in die GoPro-Halterung rein befördern. So, das sieht schon gut aus. Ich mache das nochmal kurz ein bisschen sauber, den ND-Filter. So, das sieht schon besser aus. Ich würde sagen, wir fackeln auch gar nicht lange rum, sondern versuchen so früh wie möglich anfangen zu fliegen, damit es auch nicht langweilig wird hier. Und ja, hier ist eine sehr beliebte Route für Fußgänger. Erst recht für Fußgänger mit Hunden, deswegen müssen wir mal schauen. Momentan ist hier niemand und momentan ist es auch relativ windstill. Es ist nicht komplett windstill, aber es ist sehr, sehr wenig Wind hier. Und ich habe es schon mal kurz versucht, mit der Drohne zu hovern. Allerdings hat das bei dem Wind, der zu dem Zeitpunkt war, nicht geklappt. Und deswegen freue ich mich, weil das wäre jetzt auch mein erster richtiger Flug. Es ist, wie gesagt, immer noch ein bisschen windig. Aber falls das ein Indikator ist, die Bäume oder die Blätter in den Büschen bewegen sich nicht. Aber man spürt ab und zu eine leichte Brise. Es ist halt immer noch, weiß nicht, 6 oder 7 Grad, was nicht ganz so toll ist, aber geht schon. So, und dann sind wir schon verbunden. Schaue ich mal, na, das Bild. Ja, das Bild ist teilweise ein bisschen komisch. Wenn sich nichts auf dem Bild aktualisiert, ist das... So, und genau an der Stelle muss ich mal kurz pausieren. Und zwar ist es jetzt schon ein wenig später. Und alles, was ich in dem Video bezüglich des Videobilds sage, könnt ihr im Endeffekt vergessen. Und zwar war das Problem bei mir, dass die Kamera kaputt war. Das klingt jetzt komisch, aber glaubt mir, ich habe es ausprobiert. Ich habe einen anderen Videosender eingebaut. Gleiches Problem, ich habe eine andere Kamera eingebaut. Problem weg. Dann habe ich die Kamera in meine Nazgul eingebaut. Das gleiche Problem. Also dieses sehr komische Bild, was ihr jetzt auch hier gerade seht, das hatte ich quasi die ganze Zeit beim Fliegen. Nicht ganz so extrem, aber ich beschreibe es ja später auch nochmal, so dass quasi die Teile, die sich nicht extrem verändert haben von Kontrast oder Bewegung, im Endeffekt statisch gewesen sind, wie der Himmel und alles andere sich ja halt so ganz komisch verzerrt bewegt hat und das lag wirklich an der kaputten Kamera. Ich habe da mit Banggood geschrieben und ich habe dafür jetzt schon das Geld bekommen und Axel V8 aus meinem Discord war so gütig und hat mir eine Kamera von ihm verkauft und die habe ich jetzt eingebaut und seitdem habe ich auch gar keine Probleme. Ihr seht ja jetzt hier das Nachherbild. Jetzt funktioniert alles wieder einwandfrei. Das heißt, alles, was ich hier zu dem Bild sage, könnt ihr im Endeffekt vergessen. Ich gehe einfach mal schwer davon aus, dass es kein Normalfall ist. Ich kenne von einer weiteren Person, die das gleiche Problem hatte mit der Green Hornet, aber wie gesagt, ich denke einfach mal nicht, dass es der Normalfall ist und wenn, dann schreibt auf jeden Fall Banggood an. Das ist nicht richtig so. Und später, wenn ich noch was zu den Flugeigenschaften sage, müsst ihr auch daran denken, es war ein bisschen Wind, aber nicht viel und was halt noch das Problem war, ich hatte den Air-Mode aus. Ich habe damit nämlich rumexperimentiert, habe im Internet gelesen, dass einige Leute meinten, den Air-Mode sollte man bei Cinewhoops ausmachen. Allerdings war es in dem Flug jetzt hier relativ windstill und vor allen Dingen beim Runterkommen vom Punch-Out hat man dann schon gemerkt, dass der Air-Mode an sein sollte. Das heißt, mit dem Air-Mode an ist das Flugverhalten auch nochmal ein bisschen besser und ich werde demnächst auch nochmal einen zweiten Flug von der Green Hornet hochladen, dann mit richtiger Kamera und mit Air-Mode, dann sollte das alles noch viel besser funktionieren. Und ja, jetzt geht's weiter mit dem Video. So, und ich habe das schon so geguckt, die Balance ist hier perfekt gegeben. Wenn man das vordere Akkuband so weit wie möglich hinten am Akku festmacht, das sieht ein bisschen komisch aus, aber wir haben ja eh noch ein zweites. Und dann ist die Balance auch sehr gut, wenn ich das Akkuband jetzt hier nicht versenkt hätte. Gut, dann machen wir das Akkuband einfach nochmal neu ran. Okay, so habe ich es jetzt hier dran. Die beiden Akkubänder, wie gesagt, Akku so weit nach hinten, wie es geht. Dadurch ist das jetzt sehr ausbalanciert. Rechts, links ist das Teil ganz so geil ausbalanciert, weil fast alles an Gewicht in der Mitte ist. Aber vorne, hinten, seht ihr, ist das relativ gut ausbalanciert. So, und wir werden das jetzt, die Aufnahmen, die ihr jetzt von der GoPro seht, nicht mit Real Steady sein. Real Steady werde ich mal probieren. Und ich habe zwar eine Hero 7, aber ich habe einen Fix im Internet gesehen, mit dem man die Gyro-Daten von der Hero 7 fixen kann, sodass man dann auch die Hero 7 nutzen kann für Real Steady. Jetzt werden wir allerdings erstmal
das ganz normal mit Hypersmooth benutzen. Und ich denke mal Hypersmooth und 1/48 und diese relativ sanft fliegende Drohne, das sollte doch schon gut genug sein, die Aufnahmen. So, dann starten wir die Aufnahme mal. Einmal synchronisieren. So, und dann schnappe ich mir mal die Brille und die Fernsteuerung. Gucken mal kurz, ob alles verbunden ist. Ja, den Beeper habe ich damit verbunden. Und ich stelle die Drohne jetzt mal hier hin. Ich werde jetzt einfach mich hier neben setzen und hier abheben, weil, wie gesagt, diese Drohne ist ja relativ sicher. Bei der Nazgul würde ich nicht 20 cm daneben abheben. Bei dem Ding kann man das allerdings schon mal machen, weil, wie gesagt, das Teil ist ja deutlich sicherer. So, und ich finde, also ich habe die schon mal kurz in meinem Zimmer gestartet und ich muss sagen, für so eine kleine Drohne und im Endeffekt auch für einen Cinewhoop hat das Ding sogar echt ganz gut Power. Also ich habe bis jetzt noch nie Vollgas gegeben. Wie gesagt, ich bin auch nur im Zimmer geflogen. Aber das hat sich auf jeden Fall schon nach ordentlich Power angefühlt. Also war ungefähr so wie die Nazgul 6S auf 4S, was jetzt nicht unfassbar viel Power ist, aber für so einen Cinewhoop, vor allen Dingen bei der Green Hornet, wurde sich oft darüber beschwert, dass das Teil viel zu wenig Leistung hätte. Und das ist ja jetzt die V3, deswegen vielleicht hat das Ding jetzt ein bisschen mehr Leistung. Und ASSI funktioniert auch, ist auf 99 immer noch gut, ich sitze auch direkt daneben. So, ich bin ein bisschen aufgeregt, aber los geht's. Okay, das Bild ist immer noch komisch. Ich frage mich allerdings, woran das liegt, weil als ich das in meinem Zimmer probiert habe, war das nicht so. Ja, und die ist schon laut, auf jeden Fall deutlich lauter als so eine 5 Zoll Drohne, aber ich finde es nicht störend, also ich finde es jetzt nicht extrem. Diese Linien im Bild sind echt sehr komisch. Oh, das Ding hat aber schon. Ja. Da oben ist ein bisschen viel Wind. Aber jetzt gerade gesehen, das war nicht ganz Vollgas, das war vielleicht so 80-90%. Ich habe jetzt ja auch sehr langsame Rates eingestellt. Aber das Geile ist, sowas hier könnte man mit so einer 5 Zoll Freestyle-Drohne nie machen. Dieses langsame Fliegen. Ich habe jetzt auch gerade gar kein Problem, hier über dem Wasser zu fliegen. Ich das Ding so gut unter Kontrolle habe. Ich fliege mal hier hinten rum. Ah, da sind ein paar Büsche, da fliegen wir nicht durch. Wie gesagt, das ist jetzt auch mein erster Flug. Ich fliege gerade das erste Mal mit dem Ding. Okay, ich bin einmal. Ah, war ein bisschen knapper, als es mir lieb wäre. Ich bin einmal für 20 Sekunden abgehoben. Ich bin einmal für 20 Sekunden abgehoben und um mein Auto rumgeflogen. Aber da war so wenig, das konnte ich nicht kontrollieren. Dann bin ich direkt wieder gelandet. Musste ich quasi im 45 Grad Winkel seitwärts fliegen, um dann geradeaus zu fliegen. So, hier in dem Baum sind ja auch so ein paar Gaps drin. Ja, da sitze ich. Da zum Beispiel. Oder auch von hier. Ich würde sagen, wir probieren es einfach mal. No risk, no fun. Ja, sauber. Wie gesagt, das Bild ist noch ein bisschen komisch. Ich frage mich allerdings, ob die Propellerschützer bei dem Ding vielleicht sogar doch so einen kleinen Effekt haben. Wenn man hört, so leicht so ein. So. Oh, das war ein bisschen knapp. Das war nicht ganz geplant. Man hört ganz leicht neben den Propellern und auch so ein kleines Rauschen. Also so ein Rauschen von wegen Luft bewegt sich. Das Geile ist jetzt auch, wenn ich natürlich jetzt ganz langsam oder ganz. Ein ganz kleines bisschen an den Baum dran komme, passiert ja auch nichts. Ich diese Propellerschützer noch drumherum habe. Und das Geile ist natürlich, das Ding hat auch absolut gar keinen Kamerawinkel eingestellt. Deswegen dann mal auch so langsam fliegen kann, was echt super ist.
Kam gerade, glaube ich, ein bisschen Wind. So, wir sind jetzt fast 4 Minuten in der Luft. Hat noch 3,6 Volt, also kann man noch ein bisschen fliegen. Ich schau mal, wie das Bild aussieht, wenn man ein bisschen weiter wegfliegt. Also ich könnte auch schneller fliegen. Hier. Boah. Mache ich ja Vollgas, pass auf. Yo. Dafür, dass der Akku jetzt schon fast ganz leer ist. Beim Runterkommen merkt man halt. So. Ja. Man merkt, wenn das Ding runterkommt, dass es schon sehr, sehr stark mit den eigenen Turbulenzen zu kämpfen hat. Also das merkt man schon. Aber wenn man einmal hochfliegt, ich mache das nochmal. Wie gesagt, das ist jetzt ein leerer Akku. Ich gehe jetzt auch mal langsamer runter. Oh, das war nicht ganz so langsam, lol. Aber das Ding hat schon Power. So, und ich lande jetzt auch mal. Oh, die Landung war ein bisschen hart. Aber hey, wir sind erfolgreich gelandet. Dann würde ich sagen, klatsche ich mal direkt den zweiten Akku rein. Ich glaube, von da hinten kommt jemand. Aber ich würde sagen, wir heben einfach mal ab. Dann wird derjenige wohl schon nicht hier hinkommen. Und wenn doch, dann ist es also. So, und ja, die, wie gesagt, die ist lauter als eine 5-Zoll-Drohne. Ich finde es nicht extrem laut. Es geht fast. Ich würde sagen, nochmal hier durchfliegen. Ja, hier ist gefühlt so ein bisschen Wind. Ich versuche immer ein bisschen weiter nach rechts zu fliegen, weil hier geht es jetzt voll. Hier kann ich die Drohne perfekt kontrollieren. Oh Gott. Ja, das hat geklappt. Und so nah würde ich an mir selbst ran auch niemals mit einer 5-Zoll-Drohne fliegen. Niemals. Da muss man nur einmal eine falsche Bewegung machen. Und dann hat man einen Propeller im Rücken stecken. Aber mit dem Ding hier, ganz entspannt. Und wie gesagt, es macht halt auch Spaß, weil man kann im Endeffekt auf der Stelle stehen, so wie jetzt hier. Bitte? Ich stehe ja quasi auf der Stelle. Mit der Drohne. Und bei einer 5-Zoll-Drohne mit 30, 40 Grad Kamerawinkel ist es halt echt nicht möglich. Ich frage mich nur, ob das Amperemeter richtig kalibriert ist, weil er zeigt gerade an, bei Cruisen so um die 250 Watt, dass das schon echt krass wäre. So ziemlich hoch. Ich würde sagen, auch während der Akku jetzt noch voll ist, probieren wir jetzt nochmal einen Punch-Out. So. Boah. Also ich sage jetzt nicht boah, weil das extrem schnell ist. Das 5-Zoll-Drohne ist natürlich viel schneller. Okay, jetzt sehe ich gerade sehr wenig. Wie gesagt, meine 5-Zoll-Drohne ist viel schneller. Aber für einen Cinewhoop geht das Ding ab. Was eher problematisch ist, sind die aerodynamischen Eigenschaften. Man merkt, wenn man runterkommt nach einem Punch-Out, dann wird das halt schwierig. Na, dann kämpft er so ein bisschen gegen den eigenen Wind. Na gut, tun alle Drohnen, aber bei der hier merkt man es halt extrem. Ich kann jetzt auch hier durch diese kleinen Sachen durchfliegen. Das ist ja unfassbar. Das ist so lustig, weil diese ganzen kleinen Äste hier, ich kann einfach durchfliegen. Seht ihr, wie ich das jetzt gerade mache? Ich fliege einfach durch. Weil der drückt die eh aus dem Weg. Die kommen ja nicht mehr in die Propeller. Okay, der ist ein bisschen in den Propeller gekommen, das Ding war ein bisschen zu groß. Aber das ist echt krass. Wie tief man hier fliegen kann. Und alles an Gras wird einfach weggemäht. Beziehungsweise aus dem Weg gedrückt. Die Person ist jetzt auch weg, deswegen habe ich auch alle weniger geredet. Das Bild ist echt schrecklich. Also, das werde ich auch nochmal anschauen. Wie gesagt, ich hatte das draußen auch.
letztes Mal. Und dann bin ich nochmal reingegangen und hat es geklappt. Deswegen keine Ahnung. Und ich fliege jetzt absichtlich so langsam, ne? Ich kann schneller fliegen mit dem Ding. Aber so macht es halt irgendwie gerade Spaß. Ist ein bisschen entspannter. Schauen wir mal, wo können wir hier noch durch? Da. Ha. So. So, ich kann hier durch. Ja, man merkt natürlich schon, dass das Ding relativ leicht vom Wind beeinflusst ist. Ich muss sagen, das tiefe Fliegen damit ist echt lustig. Weil das Ding so gut unter Kontrolle hab. Und man durch diese Gräser hier einfach durch kann, weil er die einfach aus dem Weg drückt. Okay, da nicht reinfallen. Sonst landen wir hier irgendwo in einem Bunker und das ist nicht so cool. Zumindest nicht für eine Drohne. Ja, hier kommen wir mal durch. Na. Ja, da war der Akku ein bisschen leer, deswegen bin ich mal gelandet. Oh, das hat echt Spaß gemacht. Und man kann das Ding echt, also was ich schon mal als Vorteil sagen muss, ist wirklich, dass man das Ding super gut kontrollieren kann. Sehr, sehr ruhig fliegt die, sehr kontrolliert. Das Einzige, wo man wirklich merkt, dass es halt ein Cinewhoop ist, ist, wenn man von einem sehr hohen Punchout runterkommt, dann merkt man halt, dass da das Ding dann doch ein bisschen wenig aerodynamisch ist. Aber sonst muss ich sagen, fliegt die Sicht echt super. Und wie gesagt, ich hätte jetzt auch schneller fliegen können, aber ich bin jetzt absichtlich langsam geflogen. Einfach erstens, um Akku zu sparen und zweitens, weil das ja auch ein bisschen der Sinn von so einer Drohne ist. Jetzt schaue ich mal. Wie lange sind wir geflogen? 5 Minuten und 2 Sekunden mit dem Akku. Das geht ja voll fit. Ich meine, er war am Anfang komplett voll. Jetzt ist er komplett leer. Aber ich meine, 5 Minuten Flugzeug. So, also ich würde sagen, das war's mit diesem Video. Das war der erste Flug. Wie gesagt, ich bin echt begeistert davon. Das Ding fliegt sehr, sehr, sehr kontrollierbar. Sehr ruhig. Auch gar nicht mal langsam, muss ich sogar echt sagen. Das Einzige, was jetzt wirklich sehr schlecht war, war das Bild. Motoren sind auch nicht warm, als ich einmal drin geflogen bin. Fand ich das ein bisschen komisch, da waren die nach ein paar Sekunden schon relativ handwarm. Jetzt sind die ganz, 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 ganz leicht wärmer als Außentemperatur. Aber nichts, wo ich mir jetzt Gedanken machen würde. Ja, und ich würde sagen, damit sind wir am Ende des Videos angelangt. Ich weiß, sieht bescheuert aus mit der Brille. Aber ich würde sagen, falls es euch gefallen hat, Abo da lassen. Falls ihr wissen wollt, wo ihr die Drohne kaufen könnt. Link ist in der Beschreibung. Und ich würde sagen, liken und abonnieren nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.